Aus dem Œuvre des Velázquez lernt man drei dieser Hofnarren kennen. Der erste, Pablillos de Valladolid, ist der Kabarettsänger, der Aristide Bruyant des Königs. In schwarzem Mantel, das Auditorium anschauend, ist er auf die Bühne getreten, um einen seiner Schwänke zum Besten zu geben. Der zweite, Cristobal de Pernilla, soll namentlich bei den Stiergefechten komische Wirkungen erzielt haben. Er hypnotisierte den Toro, und die ganze Arena brach in Lachen aus, wenn der Stier, nachdem er eine Sekunde in das rollende Auge des Wüterichs geschaut hatte, ihm dann majestätisch den Rücken kehrte. Der dritte, ein knickebeiniger alter Herr, sah in seiner Jugend vielleicht dem Sieger von Lepanto, dem genialen Bastard Karls des Fünften, ähnlich. Majestät hatte Freude daran, ihn Onkel zu nennen. So hatte Velázquez ihn inmitten der gleichen Szenerie zu malen, in der einst der wirkliche Don Juan de Austria von Alonso Coelho gemalt war. Allerhand Rüstungsstücke, Bomben und Granaten sind am Boden verstreut. Die ganze sporenklingende Vergangenheit taucht in der Erinnerung auf. Und inmitten dieses Kriegsgerätes steht ein wackliger, aus verblödetem Auge blickender Kumpan, der statt auf den Feldherrnstab auf einen Krückstock sich stützt. Es ist über diese Zeit des hinsterbenden Royalismus eine gewisse romantische Ironie gebreitet, spottet seiner selbst und weiß nicht wie,